Wieder neue Ingendaten. Und zwar im Archiv. Krankheiten. Kolibakterien und Mykotoxine. So, jetzt mal gucken, ob ich den Gallimimus eigentlich jetzt mal ein bisschen hier verändern kann. Schon komplett modifiziert. Den haben wir auch komplett modifiziert. Müssen wir mal durchschauen, ob man die alle hier so wirklich schon durch, ob wir die alle schon modifiziert haben, ne? Ankylo. Ja, Kirato. Der war sowieso schon. Kingo. Ah, guck mal an hier, Belastbarkeit. Es wird halt wirklich sehr alt, aber die Lebensfähigkeit, die schrumpft wirklich bis fast ins Bodenlose. Und von dem her möchte ich das nicht unbedingt machen. Ne? Okay, ich sehe es, habe es jetzt gerade gesehen. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Aber die Besucherbewertung steigt. Ich dachte, dass wir den jetzt schon voll haben gekriegt, oder? Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Nach wohin? Cleveland, was für ein Teil? Zahlen lügen nie. Ihre sind fantastisch. Ah, hier. Geht zu Brachiosaurus hier was aus. So.
Aber das mit der Forschung, das finde ich schon doof, weil irgendwie war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das alles hier schon hatten. Vor allem, die sind so extrem teuer. Ich meine, Forschung ist immer schon ein bisschen teurer gewesen, aber trotzdem. Gallimimus, Gallimimus, Trotio, 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 4000. Vorräte aufgefüllt. Auffüllen. So, jetzt mal kurz auf die Uhr schauen. Okay, es ist 10:30. Ja, wird bald Zeit, mal Schluss zu machen hier. Neue Ingame-Daten zu Dinosaurier. Hier den Zintaurosaurier. Die Wissenschaftsabteilung bedankt sich. Extrahieren, extrahieren, verkaufen. Extrahieren, extrahieren und verkaufen. Und dann schicken wir es, das schicken wir die gleich wieder los. Oh, wir haben noch mehr Ingame-Daten, habe ich gerade gesehen. Neue Grabungsstätten, die Cleveland Lloyd. Die Dinosaur Quarry in Utah, USA. Und wir haben einen neuen Dinosaurier, den Parasaurolophus. Ja, das hat alles schon seine Richtigkeit, wie ich das hier mache, ne?
So. Läuft doch. Also langsam läuft's. Falsch. Können die hinten dann noch so eine Eisenbahnstation hinbauen? Wenn ich dann genug Platz habe. Kann man gerade so überprüfen. Sieht nicht so aus, als hätte ich da genug Platz. Wobei ich könnte schauen, ob ich sie vielleicht woanders hinsetzen kann. Dass ich vielleicht dann hier hinten so hinsetze.